Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Witz der Woche kommt tatsächlich um die Ecke in Gestalt dieses Tagesordnungspunktes. Die AfD, das muss man sich mal überlegen, die AfD beantragt eine Aktuelle Stunde und in der Überschrift steht: Debattenkultur bewahren. Nun hat die Startrednerin der AfD in ihrer YouTube-Rede, es wird ja dann immer so gemacht, dass man schön YouTube-Schnitzel machen kann, auch so macht man Meinung, leider vergessen, über welche Debattenkultur Sie eigentlich reden. Welche Debattenkultur wollen Sie denn bewahren? Ist es denn die Debattenkultur, wo von Messermännern und Kopftuchmädchen die Rede ist? Ist es die Debattenkultur, wo der frühere Vorsitzende des Rechtsausschusses aus Ihren Reihen sich tatsächlich hinstellt und von Menschen spricht, die in Synagogen herumlungern? Ist es die Debattenkultur, die vom Mahnmal der Schande spricht? Ist es die Debattenkultur, die Sie eindämmen wollen, indem Sie hier Störer ins Parlament reinlassen? Ist es denn die Debattenkultur, die Sie Schülern an die Hand geben wollen, in dem Moment, wo Sie Meldeplattformen für Lehrer schaffen? Die Meinungsfreiheit, die ist bei uns ein hohes Gut. Und die ist sogar in diesem Land so gewahrt, dass in diesem Land sogar das Prinzip AfD funktioniert. Und wie das Prinzip AfD funktioniert, das haben wir die Woche gemerkt. Man schaut sich eine Sachdebatte an, überlegt, wo habe ich maximales Empörungspotenzial, wo habe ich maximales Verhetzungspotenzial. Und wenn ich nichts finde, dann konstruiere ich halt was. Und so komme ich dann zum Beispiel bei der Frage der Privilegierung für Geimpfte und Genesene ganz schnell zum mittelbaren Impfzwang.